und gehen in das nächste Thema und gehen nämlich zu dem Thema eigentlich von gestern, aber es ist eigentlich das Gaming-Thema der Woche. Ja. Wir haben ja hier im letzten Jahr bei der Echo TV sehr oft über Activision Blizzard berichtet. Ja, der US-Spiele-Publisher, der aus zwei, ja, einem gemacht hat, sind beide ja trotzdem noch selbstständig, Activision und Blizzard, war letztes Jahr vor allem sehr viel in den negativen Schlagzeilen. Vor allem wegen der sexuellen Belästigung und Diskriminierungen. Ja, nun gab es heute aber mal etwas Positives. Ob man es positiv nennen will oder nicht, zumal es für Microsoft eher eine positive Sache war, denn nach Gerüchten kam die Bestätigung. Microsoft hat nämlich für fast 70 Milliarden US-Dollar Activision Blizzard gekauft. Wer hätte das gedacht? Niemand. Ja, vorher hatte das Wall Street Journal darüber berichtet, dass man sich das Ganze, wie gesagt, für 70 Milliarden Ocken kosten lassen tut. Und nun ist es passiert. Somit gehören natürlich dann Activision und Blizzard oder Activision Blizzard dann nun auch zu Microsoft, somit zu den zur Xbox-Sparte, nämlich wie zum Beispiel jetzt auch Spiele wie Call of Duty, Warcraft, Diablo, Starcraft und Overwatch. Ja, Phil Spencer, der Xbox-Chef, schreibt in einem Blog unter anderem, nämlich als Team sind wir auf einer Mission, die Gaming-Community für jeden auf dem Planeten zu erweitern. Ja, und das ist ziemlich interessant, denn wie gesagt, über viele Jahrzehnte hätten sich ja die Studios und die Teams von Activision Blizzard den Respekt von Milliarden von Spielern erarbeitet, heißt es weiter. Und wir sind darüber. Sind überaus aufgeregt mit den tollen und talentierten Mitarbeitern von Activision Publishing, Blizzard Entertainment, Beenox, Demonware, Digital Legends, High Moon Studios, Infinity Ward, King im Übrigen, ne, Candy Crush, Major League Gaming, Radical Entertainment, Raven Software, Sledgehammer Games, Toys for Bob und Treyarch zusammenzuarbeiten, so der Kommentar von Phil Spencer. Weiter zur Ankündigung. Nun wird damit dann auch klar, der Xbox Game Pass, der wird langsam für viele, die ihn wahrscheinlich noch nicht haben und sagen, brauche ich nicht, will ich nicht, möchte ich nicht, vielleicht doch etwas, sage ich mal, attraktiver. Denn sobald wie möglich sollen auch die Activision Blizzard-Spiele nämlich im Game Pass von Xbox erscheinen, heißt es im Blog weiter, der gestern ja wie gesagt veröffentlicht wurde. Sowohl die bestehenden als auch die neuen aus dem Katalog der beiden Konzerne. Und der Game Pass verzeichnet ja, wenn wir mal auf Zahlen blicken, aktuell auf 25 Millionen Abonnenten, so Microsoft in dieser Woche. Die einzelnen Franchises von Activision würden außerdem natürlich auch die Pläne für das Cloud Gaming, was Microsoft vorbereitet, auch weiter vorantreiben. Battle.net. Da stellt man sich jetzt die Frage, wird es jetzt nun weiter fortgeführt oder irgendwie in den Game Pass integriert? Nein, nein, nein. Natürlich wird es weiterhin eigenständig bleiben. Also da wird es natürlich dann eigenständig bleiben. Infos zu möglich kommenden Xbox-Exklusivveröffentlichungen, wie zum Beispiel Call of Duty, Diablo und Co. und Konsorten, da liegt im Moment nichts vor. Im Moment und wahrscheinlich auch erstmal nichts. Und bis der Kauf nämlich erstmal über die Bühne gegangen ist, das wird jetzt erstmal noch etwas dauern. Denn das wird sich so ungefähr jetzt knapp ein Jahr ziehen. Natürlich klar, es muss ja auch sein, klar sein, dass unter anderem ja erstmal die Kartellämter auch noch mal ihr grünes Licht geben müssen, dass natürlich das und jenes auch noch mal zusammengelegt werden muss und dann wird es natürlich dann so laufen. Was wird aber dann in der Struktur, in der Chefetage bei Activision Blizzard passieren? Bobby Kotick, das Thema, der ja unter anderem ja, wie gesagt, ja von den, so heißt es ja von vielen Medien, über die Sexismus- und auch Diskriminierungsskandale bei Activision Blizzard wusste und der ja immer noch nicht zurückgetreten ist, Stand jetzt, der wird, wenn alles gut läuft bei Microsoft, also wenn der Deal gelaufen ist, wenn Activision Blizzard offiziell zu Microsoft gehört, dann ist Bobby Kotick nicht mehr CEO von Activision Blizzard. Ja, der bleibt dann, wie gesagt, erstmal auch CEO. Das hat Phil Spencer selbst berichtet. Wir müssen ja auch nochmal bedenken, wir haben vor 2 Wochen ja nochmal, oder letzte Woche war das, also vor allem in den vergangenen 14 Tagen nochmal darüber berichtet, dass Phil Spencer nämlich auch seine Äußerungen bezüglich des Skandals um Missbrauch und Sexismus bei Activision Blizzard, er nochmal, sagen wir mal, seinen Kommentar ein bisschen zurückgestellt hat
Und da hieß es ja damals noch, man werde gucken, wie man dann zusammenarbeiten wird. Nun gut, dass man dann direkt sofort den Laden gekauft hat, das ist schon mal ein interessanter Move, wie man finden kann. Aber dennoch, das ist ja nicht das erste Mal, dass Microsoft ja dermaßen viel Geld in einen Game Publisher reingesteckt hat. Nein, es ist ja schon mal vor 2 Jahren passiert. Ja, Bethesda. Für 7,5 Milliarden, nur für 7,5 Milliarden, was ja im Vergleich zu den 68, noch was Milliarden Euro, Dollar, nämlich was jetzt zu Activision Blizzard nämlich ist, nur Peanuts sind. Also fast eigentlich gar nichts. Ja, zumindest ist es ein gutes Geschäft für Microsoft und die Meldung dieser Woche. Also da wird sich noch eine ganze Menge ändern bei Microsoft, vor allem bei Xbox im Game Pass. Und viele sind unzufrieden, viele sind gespannt, was passieren wird, andere wiederum gucken einfach mal nur so und sagen, warten wir es mal ab, was da noch passieren wird.